Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Abstiegsrundenauftakt zwischen unseren Gästen aus Pfaffenhofen und unseren Wanderers. Für unsere Gäste aus Pfaffenhofen ist hier der Spieler Franz Birk, der vertritt den beruflich verhinderten Coach Marco Löwenberger. Herzlich willkommen. Und für uns ist wie immer hier Alfred Weindl. Ja, Pfaffenhofen hat 6:2 gewonnen, relativ deutliches Ergebnis. Deine Stellung nochmal zum Spiel, Franz? Für uns ist das Spiel sehr positiv gelaufen. Insgesamt halte ich die Abstiegsrunde, jetzt hier die Playdowns, für ganz knappe Kiste. Alle vier Mannschaften haben meiner Meinung nach das Potenzial, sowohl als Erster als auch als Letzter die Runde zu beenden. Deswegen entscheiden oft Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Umso wichtiger war es, das heutige Spiel zu gewinnen, um gut in diese Abstiegsrunde zu starten. Das haben wir heute geschafft. Ich meine auch, dass wir es verdient haben. Für uns war wichtig, dass wir 2-0 geführt haben im ersten Drittel. Wir haben die ersten 10 Minuten sehr gut angefangen. Und dann kam mit den Strafzeiten eine gewisse Verunsicherung bei uns rein. Und da hat Germering sehr viel Druck gemacht und war da eigentlich drauf und dran, das Spiel zumindest wieder an sich zu reißen. Die Zeit haben wir überstanden, was eine sehr wichtige Phase in dem Spiel war. Und im zweiten Drittel haben wir uns das dann vorgenommen, dass wir genauso weitermachen. Und es ist uns gelungen und wir konnten heute eben drei sehr starke Reihen, oder sagen wir mal vor allen Dingen, ich habe es vorhin in der Kabine schon gesagt, vor allen Dingen die zweite und dritte Reihe habe ich in der Kabine schon gelobt, weil die heute ein sehr gutes Spiel gemacht haben und wir auch heute nach langer Zeit mal wieder mit drei Reihen durchgehend stark aufgetreten sind, was sehr wichtig war. Und das war, glaube ich, auch heute der Schlüssel zum Spiel. Und genau, das war es eigentlich schon. Alles klar, danke Franz. Ja, Alfred, was sagst du zum Spiel? Ja, Michael, ich sage jetzt von unserer Seite, wir haben heute natürlich das erste Mal gegen Pfaffenhofen eigentlich die stärkste, ja, ich möchte sagen, die stärkste Aufstellung gehabt, wo wir gegen Pfaffenhofen bis jetzt gespielt haben. Trotzdem haben wir natürlich, denke ich mal, haben sich die Spieler selber auch, also das heißt wir alle, also nicht nur Spieler, sondern wir haben uns vielleicht selber auch brutal unter Druck gesetzt, weil natürlich, wie er schon sagt, der Start in so einer Abstiegsrunde ist natürlich immer wichtig, wenn du halt da mit einem Sieg rausgehst. Und andersrum ist natürlich so, dass das erste Spiel ja jetzt nicht die Entscheidung bringt über den Abstieg. Aber es ist natürlich sicher für die Moral ganz gut, wenn du das erste Spiel gewinnst. Und das war natürlich ganz klar unser Ziel. Aber wir haben natürlich gleich, das erste war natürlich ein kapitaler Fehler. Der zweite war gleich wieder ein Fehler, waren wir 2-0 hinten. Wenn du das immer vorher wissen würdest, dann würde ich das immer alles anders machen. Hinten noch sind immer alle gescheitert. Aber es ist, trotz allem haben wir da eine Phase gehabt, wo wir haben genügend Chancen gehabt, das Spiel für uns zu entscheiden. Also wir haben wirklich sehr viele gehabt und haben aber da, sind wir entweder leichtfertig umgegangen oder nicht ganz so konsequent zum Tor. Man muss immer da hart zum Tor gehen, man muss jedes Tor erkämpfen. Das haben wir jetzt so in Richtung Tor nicht gemacht, haben dann zwischendurch immer wieder mal durch individuelle Fehler, die einfach einmal passieren unter Druck, das ist einfach so. Und da haben natürlich die Pfaffenhofener das ja, konsequent ausgenutzt und haben dann so gesehen, dann schon für uns gewonnen. Wobei ich trotzdem sage, das ist jetzt das erste Spiel, wo wir spielen nur drei miteinander, dann schauen wir mal, wie das geht. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Wenn es nicht der Fall ist, dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Wir sehen uns jetzt dann noch dreimal. Und dann auf ein nächstes. Wir spielen uns dann am Sonntag in Geretsried. Dann schauen wir weiter. Alles klar. Schönen Abend noch und auf Wiedersehen. Danke. Servus.